Hallo ihr Lieben, ich bin die Kim und heute gibt es von mir meine Neuzugänge für den Monat Februar. Im Februar waren das einige Bücher, um ehrlich zu sein, weil ich einfach schon lange keine Bücher mehr gekauft habe und im Februar sind es halt dann doch einfach ein paar mehr geworden. Ich habe 3 E-Bücher gekauft, in Anführungszeichen, weil es die auf Amazon umsonst gab, also habe ich natürlich nichts dafür bezahlt. Und das war einmal in 80 Tagen um die Welt bei Jules Verne, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Klassisches Buch, ich glaube, davon habt ihr alle schon mal gehört oder zumindest die Geschichte. Dann habe ich noch 2 Fantasy-Bücher gekauft, einmal Shadowfang und einmal Magic of Thieves. Ich habe keine von den Büchern bis jetzt gelesen, deswegen kann ich euch nicht viel darüber erzählen. Ich habe sie einfach auf Amazon gesehen beim Durchscrollen und habe gedacht, okay, umsonst, kauf sie halt, ne? Dann habe ich 2 Bücher bei NetGalley angefragt. Einmal ist es Chosen, die Bestimmte von Rena Fischer. Das lese ich jetzt im Moment, deswegen kann ich euch da auch nicht so viel drüber sagen, außer dass es ein Jugendroman ist aus dem Genre Contemporary Fantasy. Das nächste ist auch ein Fantasy-Roman und das ist Ensnared. Ja, und dann fängt es auch schon an mit meinen richtigen Büchern. Ich kann euch über die meisten auch nicht viel sagen, weil ich nicht unbedingt alles über die Bücher wissen möchte, bevor ich sie kaufe. Das erste Buch hatte ich schon im Januar bestellt, aber es ist im Februar angekommen. Und das ist Saga Volume 1, meine erste und bis jetzt einzigste Graphic Novel. Ich möchte aber auf jeden Fall mit der Serie weitermachen. Gelesen habe ich sie schon. Ihr könnt mein letztes Video anschauen, mein Lesemonat. Da rede ich hier nochmal ein bisschen mehr drüber. Dann habe ich gekauft Carry On von Rainbow Rowell. Das habe ich jetzt auch schon fertig gelesen. Das ist echt ein tolles Buch, was ich gar nicht wirklich erwartet habe. Oder ich wusste, dass es ein super Buch sein soll, aber ich habe nicht erwartet, dass es mir wirklich gefällt. Und das ist quasi eine Nacherzählung von Harry Potter. So mehr oder weniger. Und zwar Rainbow Rowell hat ein sehr berühmtes Buch geschrieben, Fangirl. Und in Fangirl geht es um ein Mädchen, das auf der Uni ist und sehr viel Fanfiction schreibt. Und zwar schreibt sie Fanfiction über Simon Snow. Und Simon Snow ist der Held aus einer Buchreihe. Und diese Buchreihe ist ziemlich stark an Harry Potter angelehnt. Also ich habe Fangirl selber nicht gelesen, aber es ist quasi so, man sagt so, sie schreibt halt Fanfiction über Harry Potter, aber natürlich kann die Autorin nicht Harry Potter in ihren Büchern verwenden. Deswegen gibt es Simon Snow und die Simon Snow Bücher. Und nach einer Weile, nachdem sie Fangirl rausgebracht hat, hat sie Carry On rausgebracht. Und das ist eins dieser Simon Snow Bücher. Also das ist das 8. Simon Snow Buch. Es gibt die anderen 7 nicht. Aber in diesem Fangirl gibt es Bücher bis zu Band 7, glaube ich. Also diesen Band 8 gibt es noch nicht. Also könnt ihr euch quasi vorstellen, ihr lest Fangirl und erfahrt da was über diese Bücher und halt nicht so viel über die Bücher, weil es geht ja nicht hauptsächlich um Simon Snow, sondern um die Protagonistin. Ich weiß gar nicht wirklich, wie sie heißt. Aber nachdem ihr Fangirl gelesen habt, könnt ihr dann quasi Carry On lesen und dort weiterlesen, wo die Protagonistin den Fangirl quasi aufhören musste, weil das das 8. Buch in der Reihe ist. Ich weiß nicht, ob das so wirklich Sinn macht. Ich habe Fangirl nicht gelesen, weil ich einfach nicht so auf Contemporary stehe, aber das hat mir echt gut gefallen. Dann gab es so eine Mängel-Exemplar-Box bei mir in der Nähe und da habe ich gekauft Goldmond von Susanne Pickard. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich habe auch schon festgestellt, dass das wohl eine Serie ist und das ist nicht das erste Buch. Sehr sinnvoll, aber ja, es sah auf jeden Fall interessant aus und hat auch sich interessant angehört. Deswegen habe ich das mitgenommen. Dann habe ich, als ich Saga bestellt habe, ist mir noch das hier mit reingerutscht in den Warenkorb bei Book Depository. Das heißt The Key, das ist aus der Seven Wonders Serie von Peter Lerangis. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber es hat nur 1 Euro oder so gekostet und ist dann halt einfach in meinen Warenkorb mit reingekommen. Dann kommen wir wieder zu bekannteren Books und zwar End I Darken von Kirsten White. Leider auch keine Ahnung, worum es da wirklich geht. Ich habe schon oft in Videos gehört und habe gedacht, gutes Buch und habe es mir auf meine Liste gesetzt, aber jetzt so weiß ich es nicht mehr und ich möchte es ehrlich gesagt auch, wie gesagt, nicht nachschauen, weil ich überrascht werden möchte von dem Buch. Aber es ist der erste Teil in einer Trilogie und der zweite Teil wird dieses Jahr noch rauskommen. Dann habe ich mir gekauft Rebel of the Sands und Traitor to the Throne. Das ist der zweite Teil von diesem Buch. Das werde ich auf jeden Fall diesen Monat noch lesen. Die sind beide von Alvin Hamilton. Und ja, das gibt es auf Deutsch auf jeden Fall. Das heißt Rebellin des Sandes. Und die Serie heißt Amani, weil die Heldin wohl Amani heißt in diesem Buch. Und mehr kann ich euch dazu nicht
Dann habe ich von Sabata hier in Emerald in die Ashes gekauft. Das gibt es, glaube ich, auch schon auf Deutsch. Elias und Laia, kann das sein, dass es so heißt? Ich bin mir jetzt leider gar nicht ganz sicher. Ich gucke nochmal bei Leselisten und Lesemonaten und so schon immer, wie die Bücher heißen. Aber jetzt geht es ja auch wirklich darum, was ich gekauft habe. Ich habe halt eben dieses Buch gekauft und nicht die deutsche Version. Deswegen, da sind wir. Dann habe ich diesen Monat auch das erste Mal die Fairy Loot Box bekommen und darin war dieses Buch Empress of a Thousand Skies von Rhoda Bellessa. Das ist ein Sci-Fi-Roman, auch ein Jugendbuch. Den gibt es noch nicht auf Deutsch. Der kam erst diesen, also letzten Monat im Februar eben raus auf Englisch und ich freue mich auch schon darauf, das zu lesen. Es ist auch relativ dünn. Das ist mal ganz gut. Da komme ich dann vielleicht schneller durch. Dann habe ich mir noch eine Serie quasi gekauft. Einmal The Shadow Queen und dann The Wish Granter von CJ Redwine. Das ist wohl eine Nacherzählung von Rumpelstilzchen, was ich ja total interessant finde. Also ich kann es gar nicht erwarten, das zu lesen, weil Rumpelstilzchen, also ich verstehe, dass gerade alle Märchen irgendwie Nacherzählungen bekommen, aber Rumpelstilzchen, ich wusste nicht mal, dass Rumpelstilzchen ein Märchen ist, das irgendjemand außerhalb von Deutschland kennt. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich voll ignorant, aber man hört immer so über die Brüder Grimm-Märchen und Cinderella und Snow White und was auch immer, ja, aber Rumpelstilzchen? Ja, okay, egal. Auf jeden Fall hat sich das echt interessant angehört und deswegen habe ich mir diese beiden bestellt. Das nächste Buch habe ich auch aus diesem Mängelexemplar-Ding und das ist Nekropol von Wolfgang Holbein. Ich habe von Wolfgang Holbein schon ein oder zwei Bücher gelesen. Es waren aber Erwachsenenromane. Die einen habe ich gelesen, fand ich sehr faszinierend, habe ich glaube auch schon zweimal gelesen. Das war Der Widersacher, glaube ich. Der hat mir aber jetzt noch so ein. Also, der ist mir ziemlich unter die Haut gegangen und einen zweiten, Anubis hieß der, den habe ich aufgehört. Ich würde ihn jetzt nochmal gerne lesen, aber ich habe ihn damals jemandem ausgeliehen und habe es noch nicht zurück. Deswegen, ja, aber diese Bücher sind mir sehr unter die Haut gegangen. Also ich fand die richtig schlimm. Aber das hier ist wohl eher eher für jüngere Leser und halt auch Fantasy und ja, also ich glaube, der wird hoffentlich nicht so schlimm sein. Ich bin mal ganz gespannt, das zu lesen. Die anderen waren auch irgendwie. Die anderen beiden Bücher, die ich gelesen habe, waren mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich die bezeichnen soll, weil das ist. Ich möchte nicht sagen Contemporary Fantasy, weil ich würde die nicht als Fantasy-Bücher bezeichnen einfach. Obwohl übernatürliche Kräfte ein sehr wichtigen Einfluss auf die Bücher haben. Also sie spielen eine sehr wichtige Rolle in den Büchern, aber ja, also es sind trotzdem keine Fantasy-Bücher. Also es sind eher Thriller, würde ich sagen, die aber halt einen magischen Hintergrund haben oder so. Keine Ahnung, aber ich weiß, wenn ich an Wolfgang Holbein denke, ja, gruselig, muss ich sagen. Aber der hier hat sich halt anders angehört, deswegen habe ich mir das noch gekauft. Und der ist hier hinten ziemlich kaputt, aber schau ich das mal an. Der ist sogar unter dem Cover, hat der hier dieses Bild. Also es ist echt cool. Und das war es auch schon mit meiner Haul für den Februar. Ich habe das Gefühl, es ging jetzt voll schnell. Das habe ich aber bei dem letzten Video, das ich gedreht hatte, auch gehabt. Und dann waren es doch wieder fast 20 Minuten. Deswegen hoffe ich, es war eine angenehme Länge. Ich muss gleich mal schauen, wie lang es wirklich war. Aber ja, wenn ihr mehr über die Bücher wissen wollt, naja, ihr könnt. Wenn ihr mehr über die Bücher wissen wollt, könnt ihr mir einen Kommentar da lassen. Aber wie gesagt, ich weiß selber gar nicht wirklich mehr über die Bücher. Aber ich verlinke sie euch natürlich alle mit den Goodreads-Links in der Infobox, dass ihr euch die anschauen könnt. Wenn ihr schon Bücher davon gelesen habt, sagt mir gerne, was ihr davon was ihr davon gehalten habt. Und ja, auch sonst, schreibt mir, was ihr so gekauft habt im Februar oder sonst irgendwas. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und mich abonniert. Tschüss!